Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 1. Das Spiel mit den unglaublich langen Zwischensequenzen hier. Aber egal, naja, ich will es einfach spielen, ich habe Spaß dran. Und meine Zuschauer haben scheinbar auch Spaß dran. Denn sonst würden sie es nicht so anklicken, wie sie es anklicken. Ja. Okay. Unsere Aufgabe ist es jetzt, nachdem wir den Ninja umgebracht haben, umgebracht, nicht, aber besiegt haben, uns zu treffen mit. Oh. Mit Meryl. Wir haben jetzt eine Stufe 4 Karte. Mit dieser Stufe 4 Karte können wir hier rein. Und ein paar Granaten aufheben. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Hier können wir auch rein. Und einen. Hier ist gar nichts drin. Okay, gut. War das hier? Ne, hier war ich ja schon drin, oder? Hier war ich schon, ja. Achso, wir sollten mal raus. Unsere Luft ist langsam am Sterben. Ich könnte jetzt schauen, was in den anderen Türen da hinten drin ist, aber ich glaube, das lohnt sich jetzt noch nicht. Wir bekommen eh bald die Level 5 Karte und dann können wir da auch schauen gehen. Das ist ja halt kein Problem. So. Also Meryl befindet sich im ersten Untergeschoss und hat sich als Soldat verkleidet. Und jetzt müssen wir sie erkennen. Wir müssen jetzt wissen, wer. Hallo? Das Spiel ist gerade abgestürzt. Okay, interessant. Das ist mir auch noch nie passiert. Gut. Starten wir es neu. Von mir aus. Ich trinke einen Schluck. Ja. Ist sehr seltsam. Naja. Machen wir es doch mal neu. Gut. Jetzt geht's doch wieder. Genau. Wir müssen jetzt Meryl finden und sie ist als Soldat verkleidet. Und jetzt liegt es an uns, herauszufinden, welcher dieser Soldaten Meryl ist. Da kann man verschiedene, das geht auf verschiedene Arten und Weisen. Also zum einen kann man einfach warten, bis jemand ins Damenklo geht. Das ist der sicherste Weg. Oder man achtet einfach auf den Gang der Soldaten. Denn sie läuft ja mit, also sie schwingt ja ihren Hintern hin und her. Und daran kann man erkennen, ob es sich um Meryl handelt oder nicht. Das ist Meryl, das hört man schon an dem. Sie macht beim Laufen auch ein Geräusch, damit man es erkennt. Naja, gut, verstecken wir uns, denn der Kollege kommt aus dem Klo. Ja, jetzt heißt es einfach warten. Man kann sie auch direkt konfrontieren, also man kann einfach in ihr Sichtfeld laufen und dann wird sie keinen Alarm auslösen, sondern auch aufs Klo laufen. Aber ja, es ist generell. Es ist so, dass der Treffpunkt einfach das Klo ist und fertig. Ich glaube, das ist sie sogar, oder? Nein, das ist der Dude. Ich suche sie jetzt mal so. Ist auch ein normaler Soldat, glaube ich. Blöd. Blöd. Und früher oder später muss sie aufs Klo, also das ist kein Problem. Das finden wir raus. Das ist sie nicht. Dann ist sie das dahin. Ja. Ja, so wie sie mit den Hintern schwingt, ja, das sieht man ja voll. Fertig. Zwischensequenz, Pause. That's the second time I've been able to sneak up on the legendary Solid Snake. You're Meryl? There's no way you could pass for a man for long. What do you mean? Hey, men aren't allowed in here. I had no idea you were so feminine. This is no time to try and hit on me, Snake. Besides, it's a waste of time. When I joined up, they gave me psychotherapy to destroy my interest in men. Same smart mouth. You're Meryl, all right. Are you hurt? Not yet. After all, I was disguised as a genome soldier. So why'd you change? You'd be a lot better off dressed like one of them. I got tired of disguising myself. The truth is, the uniform smelled like blood. What's that mark? Huh?
Oh, this? It's a paint tattoo. It's not real. I was a fan of Foxhound way back, when guys like you and my uncle were in it. None of that gene therapy like there is today. You guys were real heroes. There are no heroes in war. All the heroes I know are either dead or in prison. One or the other. But Snake, you're a hero, aren't you? I'm just a man who's good at what he does. Killing. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people. That's right, and you fight for the people. I've never fought for anyone but myself. I've got no purpose in life, no ultimate goal. Come on. It's only when I'm cheating death on the battlefield. The only time I feel truly alive. Seeing other people die makes you feel alive, huh? You love war and don't want it to stop? Is it the same with all great soldiers throughout history? Why didn't you contact me? My codec was broken. Is that all? Shouldn't you just be happy we met up like this? How did you recognize me in disguise? I never forget a lady. So there's something you like about me, huh? Yeah, you've got a great butt. Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? On the battlefield, you never think about what's next. So Snake, how are the negotiations going? No progress. So it's all up to you, huh? Somebody's got to stop them from launching a nuclear missile. There are two ways. Either we destroy Metal Gear, or... we override the detonation code. You got the card keys from Baker? Card keys? You mean this? Where are the others? There should be three keys. This is all I've got. Where could the other two be? I have no idea, but they must be somewhere. If we can't find them, we'll have no choice but to destroy Metal Gear. Metal Gear is in an underground maintenance base to the north. Take me too. I know this place better than you do. You'll just slow me down. You don't have enough battle experience. I won't slow you down. I promise. And what if you do? Then you can shoot me. I don't like to waste bullets. Got it. I'll be careful. You know, I don't use makeup the way other women do. I hardly ever look at myself in the mirror. I've always despised that kind of woman. I always dreamed of becoming a soldier. But I was wrong. It wasn't really my dream. My father. He was killed in action when I was younger. You wanted to follow in your father's footsteps? Not really. I thought that if I became a soldier, I could understand him better. So are you a soldier yet? I thought I was until today, but now I understand. The truth is, I was just afraid of looking at myself, afraid of having to make my own decisions in life. But I'm not gonna lie to myself anymore. It's time I took a long, hard look at myself. I want to know who I am, what I'm capable of. I want to know why I've lived the way I've lived until now. I want to know. Take a good look. You won't get another chance for a while. You should wash your face, too, while you're at it. Yeah. This isn't a training exercise. Our lives are riding on this. There are no heroes or heroines. If you lose, you're worm food. Yeah. Is that FAMAS functional? Unfortunately, it's out of ammo. Where'd you get that Desert Eagle? I found it in the armory. It's a 50 caliber Action Express. There was a SOCOM pistol too, but I chose this. Huh, so I got a leftover, huh? Isn't that gun a little big for a girl? Don't worry, I can handle it. Come on, use my 45. Listen, I've used a gun like this since I was 8 years old. I'm more comfortable with it than I am with a bra. If we're gonna go to the north, we'll have to go through the commander's room on this floor. The overland route is blocked by glaciers. The door to the commander's room is security level 5. This card will open it. It was inside the pocket of the uniform I was wearing. Looks like he must have been guarding someplace important. Okay, let's go. I know this place better than you. I'll be point man. Follow me. Okay. That's strange. There's no guard. What happened to the music? I'll keep a lookout. Make sure you're ready, okay? So, jetzt müssen wir Meryl folgen. Und das Ding ist, wenn wir sie schlagen... Hihihi, ah, scheiße.
dann schlägt sie uns auch. What are you thinking? Und sie macht uns mehr Schaden als wir ihr. So, jetzt wo keine Soldaten da sind, kann man die Chance nutzen, um die ganzen Räume hier mal durchzusuchen. Cardboardbox, sehr nützlich. Diazepam, sehr nützlich. Nachtsichtgerät, sehr nützlich. Hier gibt es ganz vieles, was sehr nützlich ist. Alles mitnehmen. Famas. So komm. Eine Ration, wir haben zu viele. Und hier wieder Nikita-Raketen. Ja, das war's. Und jetzt haben wir auch Level 5. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch. Aber das müssen wir, das können wir jetzt nicht machen. Ich weiß auch, warum wir das nicht machen können. Wir werden es gleich erfahren, warum wir hier nicht weiter können. Was ist das für eine Musik? My head. Oh, it hurts. What's wrong? Don't come here, Snake. Mr. Foxhound, the commander is waiting. Das ist irgendwas stimmt mit Meryl nicht. Seltsam. Okay, Meryl ist scheinbar besessen von Psycho Mantis. Und die einfachste Methode, sie jetzt zum Schweigen zu bringen, ist eine Bandgranate. Einfach ein bisschen ausweichen. So. Sie ist bewusstlos. Okay, interessant. Auf dem PC ist die Sequenz kürzer. Auf der PlayStation liest er noch die Speicherstände und sagt, ah, du spielst gerne, keine Ahnung, Bibi Blocksberg oder was. Naja, egal. Ich frage mich auch, wie das hier funktioniert mit dem, man kann ihn einfach so abschießen? Das glaube ich nicht, dass man ihn einfach so abknallen kann. I refuse to believe that. Aua. Arschloch.
Man kann ihn einfach anschießen? Das ist ja scheiße. Das ist ja richtig lame. Man kann auch die meisten seiner Angriffe hinlegen, ausweichen. Sehr interessant. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so, dass sie sich nichts einfallen lassen haben für die PC-Version. Also das ist wirklich lame. Weil die hätten das ja wenigstens so machen können, dass man zum Beispiel die Tastenbelegung ändern muss. Oder irgendwie, keine Ahnung. Was weiß ich. Das ist wirklich einfallslos. Ich bin enttäuscht. Also, der PC-Port ist nicht gut. Naja, was soll's. Naja, was soll's. Und der macht auch immer dieselben Attacken. Aber das war früher auch schon so. Das ist jetzt nicht das Schlimme. Das ist jetzt mal kein Grund, sich zu beschweren. Au! Und es ist ja auch interessant, dass er irgendwie nur mit seinen komischen Statuen angreifen kann. Aber ich möchte was probieren. Ich möchte mal was probieren. Okay. Das Internet ist voller Bullshit. Im Internet steht, dass man die Statuen von ihm zerstören kann. Das ist auch Bullshit. Für euch getestet. So. Also, das ist irgendwie easy. Also, irgendwie hat das jetzt hier gar keinen Charme mehr. Achso. Dieser Bosskampf hatte auf der PS1 sehr viel Charme. Und so hat er irgendwie keinen Charme. Naja. Was soll's. Beschweren wir uns mal nicht. Ach, Meryl, hör mal. Oh shit. Jetzt müssen wir handeln, sonst bringt sie sich um. Noch eine Blendgranate. Das ist. Ach man. Ja, tolles Spiel. Naja, jetzt ist er ein bisschen sauer. Und greift ein bisschen schneller an als sonst. Aber alles im Rahmen. Jetzt nichts Schlimmes. Dieser Bosskampf hat seinen ganzen Reiz verloren. Weil einfach das Hauptfeature von diesem Bosskampf weg ist. Das kotzt mich ein bisschen an. Das ist schon so, als würde man aus Call of Duty die Waffen wegentfernen oder aus Mario die Pilze oder was. Keine Ahnung. Das ist schon irgendwie, oder Mario ohne Springen oder sowas. Was auch immer. Das ist schon ein bisschen doof.
Und jetzt greift er mit seinem komischen Energieball an und nichts anderem. Was natürlich auch ein bisschen doof ist. Achso, jetzt ist er aber mal gut hier. Jetzt macht er quasi alles auf einmal. Das ist also auch wieder witzlos. Leider. Wie soll ich ihn jetzt treffen? Na okay, das ist ein bisschen schwierig, aber ich warte einfach auf perfekte Timing, dann stehe ich auf und kann ihn ab. So einfach ist das. Nimm ich jetzt. Autsch. Gut, das hat jetzt nicht so gut geklappt. So, das war's. Das war ja mal richtig witzlos. Toll gemacht. Hätten wir gleich den Bosskampf streichen können. Colonel, your niece is going to be okay. Thanks, Snake. I owe you one. Now that Mantis is beaten, Meryl's brainwashing should wear off, right, Naomi? Yes. But why did you go so far out of your way to save her? For Campbell's sake, or maybe it's because you like her? I don't want to see any woman die right in front of me. Oh, really? Since when did anybody's death bother you so much? Naomi, it's true that Snake has killed a lot of people, but that doesn't mean he doesn't have a heart. It's okay, Colonel. She's right. So, you used the other computer. I wasn't able to read the future. A strong man doesn't need to read the future. He makes his own. Perhaps so, but I'll read your future. To get to Metal Gear's underground maintenance base, you have to go through that hidden door. There's a hidden door behind the bookcase. The overland route. It's blocked by frozen glaciers. Go past the communication towers. And use the tower's walkway. Why are you telling me this? I can read people's minds. In my lifetime, I have read the past, presents, and futures of thousands upon thousands of men and women. Oh, gross. And each mind that I peered into was stuffed with the same single object of obsession. That selfish and atavistic desire to pass on one's seed. It was enough to make me sick. Every living thing on this planet exists to mindlessly pass on their DNA. We're designed that way. And that's why there is war. But you... You are different. You're the same as us. We have no past, no future. We live in the moment. That's our only purpose. Humans weren't designed to bring each other happiness. From the moment we're thrown into this world, we're fated to bring each other nothing but pain and misery. The first person whose mind I dove into was my father's. I saw nothing but disgust and hatred for me in his heart. My mother died in childbirth, and he despised me for it. I thought my father was going to kill me. That's when my future disappeared. I lost my past as well. When I came to, the village was engulfed in flames. Are you saying that you burned your village down to bury your past? I see that you have suffered the same trauma. We are truly the same, you and I. The world is a more interesting place with people like you in it.
never agreed with the boss's revolution. His dreams of world conquest do not interest me. I just wanted an excuse to kill as many people as I could. You monster. Let him talk. He doesn't have much time left. I've seen through evil. You, Snake. You're just like the boss. No, you're worse. Compared to you, I'm not so bad. I read her mind as well. Merrill's? I saw you there. You have a large place in your heart. A large place? Yes, a large place. But I do not know if your futures lie together. I have a last request. What is it? My mask. Put it back on. Okay. Like this, other people's thoughts force their way into my mind. Before I die, I want to be by myself. I want to be left alone in my own world. I'll open the door for you. If you want to find your future, go through that door. This is the first time I've ever used my power to help someone. It's strange. It feels kind of nice. Let's go, Merrill. I'm sorry. Merrill? How could I let Mantis control my mind like that? If you're gonna doubt yourself, I'll leave you here. You're right. Never doubt yourself. Just let it make you stronger. Learn something from it. You're right. I'm sorry. I won't do it again. Snake, can I ask you something? What? About what Mantis said. I was just wondering. What? What's the problem now? Oh, no, nothing. So, tell me, Snake. What's your name? Your real name. A name means nothing on the battlefield. How old are you? Old enough to know what death looks like. Any family? No, but I was raised by many people. Is there anyone you like? I've never been interested in anyone else's life. So you are all alone. Just like Mantis said. Other people just complicate my life. I don't like to get involved. You're a sad, lonely man. Come on. Let's go. All right. Das war wieder eine Long-Ass-Cutscene. Und ich würde sagen, wir lassen es hier auch. In der nächsten Folge werden wir uns auf den Weg zum Metal Gear Hangar machen. Wir werden ihn nicht erreichen, aber wir werden näher kommen. Und diese Statue hier mit dem bandagierten Gesicht, das kommt mir sehr bekannt vor. Aus Metal Gear Solid 5. Es ist mir jetzt aufgefallen nach so vielen Jahren. Naja gut, egal. Hihi, alles klar. Abspeichern. Ja. Like deep harmony. Where were it's blablabla so. Please, Nick, don't give up. Nein, ich gebe nicht auf. Okay. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.